6 Felder vor. Du bist die, die es am wenigsten braucht. Du gehst angeln und ein Kaiserschnapper schluckt deinen Köder. Welch Freude. Alter, die hat so viel Glück schon. Es ist kritisch. Und verkauft jetzt, ja, die verkauft auf jeden Fall nur einen Teil, okay. Bitte lass nichts mit den Rübenpreisen passieren. Der holt sich jetzt auch schon den letzten, oder? Ja, doch, der holt sich schon den letzten. Alter Vater. Leute. Das wäre gerade mein dritter. Du hast alle Stempel gesammelt. Glücksbonus, ja, freu dich doch. Mann. 30 sind halt einfach schon extremst viel, wenn man ja sieht, ich hatte irgendwie jetzt ungefähr 70, ne? Einfach nochmal 30 oben drauf bekommen für den letzten Stempel, das ist halt schon echt heftig. Oh Gott, jetzt muss der wieder das Draht anhalten und ach, es ist fantastisch. Das ist halt auch so ein bisschen nervig. Man kann sich vorstellen, wenn man mit menschlichen Spielern spielt, dauert das noch länger. Das ist nicht schön. Aber hier kann man jetzt immer nicht skippen. Das, oder? Kann man? Weiß ich nicht. Ich glaube, man kann selber nicht beeinflussen, wie schnell die hier durch wollen. Es ist nervig. Sehr nervig. Deine Bestellung wurde verschickt. Schön, schön. Unter anderem ein Animal Crossing Manga. Ja, ja. Und die USB-Verlängerung für meinen USB-Hub, mit dem hoffentlich Professor Layton wieder aufnehmbar ist. Ja, ja. Nein! Fuck it! Oh Maja, was sollen wir jetzt tun? Scheiße! Bitte nicht als... Alter! Oh nee! Na toll! Es ist ein Schmutz. So ein Schmutz, ey. Ja gut, dann warten wir mal. Wir warten auch mal mit der Karte. Wir kriegen immerhin Glück. Ist ja schon mal was. Und natürlich einen weiteren Stempel. Aber das mit den Rübenpreisen gefällt mir gerade gar nicht. Ich hoffe, die steigen wieder nach der Runde. Sonst bin ich ziemlich am Arsch. Die Shows von DJ KK sind immer total cool. Alle haben sich den Stress weggetanzt und die Party genossen. Zum Glück habe ich wieder die guten Freunde am Start. Nein, möchte ich nicht. Was ist das für eine Frage? Ah, ja, da war ich jetzt zu gierig vielleicht. Mal gucken. Also gierig auf jeden Fall, aber vielleicht auch zu gierig. Das werden wir rausfinden. Du gehst angeln und ein Bitterling schluckt deinen Köder. Welch Freude. Ja, ich würde lieber einen Kaiserschnapper bekommen, aber gut. Ich glaube, die haben gleich viel Freude bekommen tatsächlich dafür. Oder? Weil der Kaiserschnapper ist ja eigentlich selten, ne? Ein bisschen zumindest. Eine Flunder. Ja, ich glaube, für jeden Fisch kriegt man einfach so einen. Das hat schon ein bisschen was von Pocket Camp, dieses einfach da, so eine kleine Animation, wie der den Fisch fängt. Also, ich befürchte eigentlich, also ich glaube schon, dass Barry mir nochmal vorschlägt, nochmal zu erweitern, aber ich glaube, das ist sogar die letzte Erweiterung, könnte ich mir vorstellen. Du hast eine Maulwurfsgrille, gräbst ein Loch und gräbst, leider erfolglos. Das ist so mit dem Verlängern so ein bisschen wie ich mit meinen Weckern morgens. Immer noch 10 Minuten, noch 10 Minuten, ach ja. Die Zeit ist wieder so schnell vergangen, habt ihr jetzt genug? Noch 10 Minuten. Kein Problem. Nee, ich glaube, man kann einfach immer weiter erweitern, bis man irgendwann tatsächlich den ganzen Monat quasi gespielt hat. Aber das ist eine unglaublich coole Sache. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut, dass man hier gefragt wird. Ich finde es hingegen nicht gut, dass die Rübenpreise nicht wieder gestiegen sind. So gar nicht. Der Fotoautomat wollte dein Foto nicht rausrücken. Der Aufsteller hat sich bei dir entschuldigt und dir eine Entschädigung gezahlt. Ich glaube, ich brauche ganz schön viel Entschädigung, weil ich glaube, ich mich mit meinen Rüben halt echt verkalkuliert habe. Vielleicht steigen sie am Samstag ja nochmal. Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Ich werde es erst am Samstag verkaufen. Außer es steigt morgen schon, aber ich glaube ehrlich gesagt, das steigt erst wieder Samstag. Leider. Ja, du hast alle Stempel gesammelt. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch ohne diese 30 bin ich ja eigentlich schon ganz gut dabei mit meinen Glückspunkten. Aber das mit den Sternen ist jetzt ein bisschen schwierig. Und da sehen wir zum ersten Mal dasselbe. Das ist das erste Mal, dass wir denselben Take hier sehen. Und das wird natürlich immer häufiger passieren, je öfter und je länger man das Spiel spielt. Logisch. Aber an sich finde ich das eigentlich echt nett gemacht. Super, eine Klische hat den Köder geschluckt. Ja, super. Jetzt hat man dafür Geld bekommen hier. Interessant. Ich hoffe so sehr, dass gleich gute Rübenpreise kommen, bitte. Ah, wäre auch ein bisschen Karma, weil ich ja noch gesagt habe, von wegen so, ja, man kann ja eigentlich immer sein ganzes Geld reinbuttern. Da wird man eigentlich kaum was verlieren und bla. Du veranstaltest an Mittwinter einen Nachtmarkt am Mittag.
Stimmt, es war Midwinter. Hat gar kein anderer gehabt, so dieses Doppelwürfeltag. Ich will hohe Rübenpreise haben. Mensch. Heute ist ja Doppelwürfeltag. Also es ist gut im Sinne von, ich komme weit, aber ich will ja eigentlich die Rüben und so. Naja, wie gesagt, heute ist es nicht gestiegen, das heißt, ich werde einfach bis morgen warten. Ja, super, eine 2. Ich kriege immerhin für den Pasch ein bisschen was extra. Hey, das Spiel ist so ein Betrug. Du hast Grazia, der berühmten Modedesignerin, deine Entwürfe gezeigt. Leider findet diese alles andere als genial. Einerseits verstehe ich's, andererseits Grazia ist halt auch einfach doof. Ach Mann, ist das ärgerlich. Das ärgert mich wirklich. Du hast versucht, deine Chancen bei einem Preisausschreiben mittels Feng Shui-Deko zu erhöhen und es hat funktioniert. 2000. Ja. Wahrscheinlich jammer ich gleich an einem Fluss. Und ein Passant gibt mir Geld. Ach ja. Juhu, das ist dir gelungen, einen Sternibaum zu züchten. Du hast ordentlich Sterne gepflanzt und einen dicken Profit gemacht. Das ist gelogen. 90k, was? Was ist das denn für ein Betrug? Die kriegt einfach 90k. Das sind 9 Glückspunkte. Nee, warte mal, das sind... Sind das nicht sogar 90 Glückspunkte? Okay, nee. Vielleicht sind es doch ab 10.000 nur ein Glückspunkt, oder? Wie ist das? Sonst wären es ja 90 Glückspunkte. Das kann auch sein. Doch, ich glaube, es sind dann wirklich 90 Glückspunkte, die sie quasi gerade bekommen hat. Alter, wie dreist ist das denn? Alter. Komm, bitte nochmal höhere Rübenpreise. Bitte. Ach, Rainer. Du interessierst nicht, Junge. Ach, scheiße. Ja, willkommen. Geil. Du wirst verlieren, du Sack. Leck mich. Du Penis. Scheiße. Ja, das war's dann. Ja, fetten Verlust gemacht. Aber mit meiner 4-Karte komme ich immerhin noch auf 99. Übrigens, dieses Runterzeichen soll dann wahrscheinlich heißen, wie viel ich dann gewinnen bzw. verlieren würde. Also so im Vergleich zum Kaufpreis. Ja, aber ich will auf jeden Fall meine Karte jetzt benutzen. Auch wenn das nochmal 100 kostet, ist mir egal. Das muss ich auf jeden Fall nutzen. Weil sonst sind meine Rüben halt komplett für den Arsch. Das ist noch das krasseste Also ich bin froh, dass ich die 4-Karte nicht vorhin nochmal verwendet habe. Weil das ist das Beste, was ich jetzt noch machen kann. Und ich bekomme da tatsächlich noch Profit raus. Du zeigst deinen Freunden voller Stolz das Haus, in dem du ein... Dass du in einem Videospiel gebaut hast. Oh, das ist cool. So. Ja. Heute kann ich sie noch verkaufen. Genau, let's go. 25.000 kriege ich immerhin nochmal raus. Hätte deutlich mehr sein können nochmal, aber naja. Da habe ich mich halt verspekuliert. Immerhin, ich habe noch Gewinn gemacht überhaupt. Aber die anderen sind mir jetzt durchaus eine ganze Ecke vorausgekommen durch diese Woche. Du hast an einem Iglu-Wettbewerb teilgenommen und den ersten Platz erreicht. Das muss gefeiert werden. Stil echt im Iglu. Sieger-Iglu. Warum gibst du mir nicht auch Sternis und so? Warum, keine Ahnung. Lädst du mich nicht zur Party ein? Wäre cool. Wäre voll nett. Habe ich ja auch einmal gemacht am Anfang. Ah, die landet auf einem Rainerfeld. Die kann sich jetzt also wahrscheinlich Karten kaufen, schätze ich mal. Der Rasen Rainer, tolle Angebote für dich. Nützliche Karten zum kleinen Preis. Ist das nicht ein griffiger Slogan? Na gut, Cousine. Wirf einen Blick auf meine fabelhaft günstigen Karten. Ich glaube, günstig sind die nicht. Niemand kann einen so perfekten Deal durch die Lappen gehen lassen. Ja, haha, Karten sind auf eine strenge Anzahl limitiert oder irgendwas. Kostenpunkt 100 Sternis. Ja, wobei, das geht wirklich. Alter, die hat einfach fast 100.000. In Animal Crossing ist das nicht so viel, aber in dem Spiel ist es eigentlich richtig viel. Alter. Hätten wir vielleicht doch die letzten 10 Minuten nicht mehr im Einsatz. Ach, scheiße. Rainer, sag danke. Scheiße. Heute ist Samstag. Ja, die hat auch noch Rüben. Aber die hat schon genug Geld jetzt. Kann man nur 100.000 haben oder hat das jetzt genau gepasst? Das glaube ich ja fast nicht. Vor allem hatte die am Anfang noch miese. Kann das? Das war doch die am Anfang noch negative Sternis hatte. Beim Steineklopfen hast du ein Mineral gefunden und es im Laden verkauft. Ja, schön, dass ihr alle Sachen verkauft und Geld bekommt, wirklich. Und wieder ist eine Woche vorbei. Weihnachten, wuh. Let's go. Jetzt kommt Chris. Ja, erstmal kommt Sigrid. Ich hoffe, der Chris kommt trotzdem noch. Es ist wieder Sonntag. Ja, geil, ne? Du hast mich voll verarscht mit deinen Rüben. Ja. Natürlich kaufen wir nochmal die volle Bank hier. Logisch. Ich muss meinen Verlust wieder gut machen. Ja, das ist das Glücksspiel-Syndrom, aber was soll's. Let's go. Alter, die kann einfach 1240 Rüben kaufen. Ich werd weg.
Damit kann man auch so ein Safe über 100.000 haben. Sag, jetzt am Abend kommt er aber endlich. Oho, ich bin Chris, das schwarznasige Rentier. Und ich bin nicht mit der Rotnase verwandt. Ich arbeite für den alten Mann mit großem Rauschebart. Ihr wisst schon, wen ich meine. Jedenfalls habe ich für jeden von euch ein Geschenk dabei. Kommt ruhig näher, ich beiße nicht. Fröhlichen Spielzeugtag. Schaut her, ich habe 10 Glückspunkte für euch mitgebracht. Genießt den Spielzeugtag und die Musik. Hohoho. Ich dachte, die Musik geht weiter. Dann hätte ich sie so schnell weggedrückt. Die Musik jetzt ist auch schön, aber es ist nicht die Spielzeugtagmusik. Manu. Also ich muss auf jeden Fall nach unten gehen, komme was wolle. Denn ich muss unbedingt den letzten Stempel bekommen. Und den bekomme ich nur unten. Da bekomme ich zwar auch noch negatives Geld und Glück, aber was soll's. Ich habe ein paar Messgeräte für Speicherstände zerlegt und der Chef war echt stinkig. Ich habe den ganzen Schaden natürlich ersetzt. Ah, super. Cooler Sensor aber. Nett, nett. Fun Fact, ich habe immer noch nichts gefrühstückt, es ist 11:30. Ich habe nicht gedacht, dass das so lange geht hier jetzt irgendwie. Ich hatte eigentlich gar nicht so vor, so lange dieses Spiel aufzunehmen, aber nur gut. It is what it is. Du verkaufst dem eine Karaoke. Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin mir aber gerade gar nicht mal sicher. Ich habe jetzt sogar negative Sternis. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt. Hey, das ist schlecht. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dadurch, dass ich alles verbuttert habe. Ja, stimmt. Es kann also doch schlecht sein, alles reinzubuttern. Also von wegen, das ist eine Abwandlung von dem, was wir vorhin mal hatten. Und es war, glaube ich, der gleiche Bewohner. Bekommt man sogar noch was, wenn man nochmal stempelt? Ich glaube ja, oder? Gibt es da, glaube ich, sogar nochmal so einen Extra-Stempel oder sowas. Ja, ja, genau. Es gibt noch so Extra-Stempel. Die werden wir aber nicht kriegen. Aber wir haben mal gesehen, wie es aussieht. Und die Zeit ist auch schon wieder fast rum. Wenn es schneit, machen Spieleabende besonders Spaß. Warum spielst du nicht mit uns, du Sack? Ganz schön dreist. Das ist nicht der Geist der Weihnacht. Die Zeit ist wieder so schnell vergangen. Noch 10. Jetzt ist eh gleich um. Also die 10 Minuten werden wir wahrscheinlich gerade noch so benutzen vielleicht. So sinkend, ach komm. Kann doch nicht wahr sein. Das ist tatsächlich dein scheiß Ernst. Aber ich muss eigentlich ein bisschen was verkaufen, um nicht mehr in die Miese zu sein. Umkehrtag, was? Oh, heute ist der Gegenteiltag. Da treibt das Spielbrett mit uns fiesen Schabernack. Buhu. Man läuft plötzlich in eine andere Richtung und Felder machen auch, was sie wollen. Was? Nein. Ich will nicht in eine andere Richtung laufen. Ich muss safe nach unten kommen, Leute. Ach komm. Jetzt würfel bitte was Niedriges. Naja, geht so. Ich muss doch nach unten, Leute. Du wirfst ein paar Sterne in den Wasserfall und wünschst, dass du dir die gestern gekauften Rüben mit Profit verkaufen kannst. Ja, ich hoffe, das bringt was. Einfach noch mehr. Ja, ich muss ein bisschen was verkaufen, um aus dem Miesen rauszukommen. So. Sonst gibt's wieder einen Minus-Glückspunkt, da will ich auch nicht. Und es war ja ein bisschen Gewinn, tatsächlich. Ja, und die kriegt natürlich Happiness, natürlich. So eine Dreistigkeit hier. Ein Brief, toll, der Absender ist aus einem fernen Land. Und du kannst die Sprache nicht lesen. Super, das ist aber toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Welch ein Ärgernis, aber sie kriegt immerhin auch Minus-Sternis. Die blauen Rosen, die endlich blühten, ja. Scheint eine beliebte Ausstellung zu sein. Okay, die hat auch schlechte Rübenpreise, alles klar. Das ist eigentlich schon mal ganz gut, dass ich so einen einigermaßen in Ordnung einen Rübenpreis hatte. Sieht auch irgendwie echt witzig aus, wie man so rückwärts läuft. Also das sind so Ereignisse, die halt auch random passieren können, so unabhängig vom Monat, ne? Treibgut wurde angespielt, du spendest etwas, damit es entsorgt wird. Finde ich gut. Vor allem auch, dass er spendet. Ist gut für mein Spiel. Aber die haben jetzt mittlerweile halt alle mehr Glücksgedöns als ich, aber ich habe ja noch die 30, die ich hoffentlich noch durch den letzten Dings da bekomme, aber ich muss jetzt auch langsam halt wirklich Gas geben, weil guck mal, wie weit das noch weg ist. Wo lande ich denn mit einer 4? Auf einem Glücksfeld
Sterne sind jetzt nicht überragend für die Rüben. Werde ich aber noch nicht verkaufen. Ich nutze es auf jeden Fall mal, dass die Vierer... Nee, die hab ich ja schon verwendet. Scheiße. Stimmt. Ich habe die ja schon verwendet. Verdammt. Aber eine 5 ist auch gut. Da kommen wir weit mit. Und ich muss halt langsam wirklich mal Gas geben. Super, ein Hecht. 1800. Schön. Nett, nett. Ja, gucken wir mal. Also, es gibt halt noch höhere Felder. Es gibt halt deutlich niedrigere noch. Aber die Sache ist ja, das kann sich auch immer wieder ändern. Deswegen werde ich noch nicht verkaufen. Also jetzt die Zeit, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr knacken. Aber wir werden halt den 31. haben und dann ist das Spiel vorbei. Sollte ich vielleicht nochmal dazu sagen, das offizielle Ende des Spiels ist eigentlich immer einen Monat halt komplett zu spielen. Du hast deiner Freundin erzählt, dass du in letzter Zeit immer so müde bist. Sie schenkt dir eine Pflanze, um dir Kraft zu geben. Hilft das? Dann sollte ich mir vielleicht auch mal Pflanzen in den Raum stellen hier. Und die auch wirklich gießen. So, Doppelwürfel nutzt sich. Schön. Hauptsache Geld wieder verschwenden. Das finde ich gut. Ansonsten hat das, glaube ich, keine... Also es gibt jetzt nicht irgendwie Bonussterne oder sowas wie in Mario Party. Also ist nicht wichtig, dass man die Karten auch wirklich benutzt. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Toll, ein Teleskopauge. 1300. Ah, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, glaube ich. Ich hoffe, dass die einfach zu blöd sind, ihre Rüben noch rechtzeitig zu verkaufen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Der hat sogar schon den nächsten Stempel, ich glaube es nicht. Ah ja gut, der ist jetzt rückwärts irgendwie gegangen und hat sich dadurch noch mal entscheiden können oder wie? Ach, ich weiß es auch nicht. Du hast einen Brief von deinem Vergangenheits-Ich erhalten. Schön. Hatten wir auch schon mal. Ah, die verkaufen alle noch nicht. 5 Tage haben wir noch, also eigentlich 4 für die Rüben. Ach, was willst du denn jetzt wieder? Hau ab! Ich will, dass die Rübenpreise sich ändern. Ich will dir nicht irgendwas spenden. Aber bei meinem Glück lande ich wahrscheinlich auf einem Feld von Sigrid. Komm, mach hier. Mach fertig. Mit 2. Ist das ein Sigrid-Feld? Nee, immerhin nicht. Ist ja schön. Heute ist Geburtstag von Bienchen. Auf der Party gab es Preise zu gewinnen und du hast Sternis abgestaubt. Der Sternisack sieht ein bisschen weird aus, ehrlich gesagt, aber gut. Nein, möchte ich nicht. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei meinen Rüben. Aber wir machen das bis zum bitteren Ende. Ja, vielleicht nicht ganz. Überraschungsparty für Bienchen. Es ist übrigens wirklich wahrscheinlich Bienchens Geburtstag, vor allem wenn das jetzt hier zweimal auftaucht. Das ist auch eigentlich ganz cool gemacht. Die holt sich auch den nächsten Stempel ab, toll. Eieieiei. Also das sieht nicht gut aus für uns. Also so sterni-technisch halt vor allem. Deine Rüben sind verdorben. Oh mein Gott! Wie assi ist das denn? Die hat gerade so viel Geld verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sigrid Game Changer. Ich bin so froh, dass ich nicht auf Sigrids Feld gelandet bin, ne? Und bei ihm passiert jetzt dasselbe wahrscheinlich, ne? Oder nee? Ach lol. Das ist ja lustig. Also es kann das oder das passieren. Alles klar. Okay, der Animal Crossing God hat wieder zugeschlagen. Sie hat ja vorhin 99.000 bekommen oder sowas und jetzt hat sie einfach die ganzen Rüben verloren, dass sie das Geld rein investiert und damit ist sie jetzt plus minus null. Rainer, ich will dich nicht. Ich will Rübenpreisgedöns steigern und so. Ja, ich glaube, ich muss gleich doch verkaufen. Befürchte ich. Weil die guten Felder gehen jetzt aber langsam zur Neige. Da hinten kommen eigentlich nur noch Scheißfelder. Ja, wobei, hier unten geht's auch noch. Ach ja. Mal gucken, was wir würfeln überhaupt. Eine 5. Okay, erstmal hole ich mir jetzt den letzten Stempel. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kann ich jetzt auch gerade noch gar nicht verkaufen zu einem guten Preis. Juhe! Jetzt kriege ich auch endlich meine 30. Jetzt sind wir wieder auf einem Niveau. Und jetzt sind wir auf der Siegerstraße. Das ist gut. Du hast hart gearbeitet und einige Sternis mit Zinsen und alles. Sehr schön. Fantastisch. So, und gleich geht's auf jeden Fall nach unten. Safe. Weil jetzt haben wir auch keine Richtung mehr, in die wir müssen. Da können wir jetzt wirklich mal nach den Feldern entscheiden. Oder nach den Preisen, die da drauf sind. Das ist toll. Du räumst dein Gefrierfach auf. Es ist kalt, doch als du Eiscreme findest, musst du sie einfach essen. Jetzt ist dir noch kälter. Ja, Dummheit tut halt weh. Vielleicht ist die Zeit auch noch ein Problem.
Nee, es sind ja jetzt eigentlich nur 3 Tage. Also die sollten wir eigentlich in den 6 Minuten 30, die wir jetzt haben, schaffen. Aber es kommt, glaube ich, ziemlich genau drauf, auf die gleiche Zeit raus. So. Naja, hier kommt Tarotkarten, blablub. Es gibt doch mal ein bisschen schneller Mädel, das wäre fantastisch. Und es triggert mich immer noch, dass da kein 1000er-Punkt ist da oben. Das ist genauso wie in New Horizons. In Juli fand er doch, glaube ich. Also vielleicht ging mit dem Spiel noch mal alles bergab, was das angeht. Du hast die Wahlkarte. Hört sich gut an. Hätte ich auch gerne. Zur Sicherheit für die Rüben. Rainer sagt danke. Ja, bitte komm nie wieder. Du kostest einfach nur unnötig viel Zeit. Er hat noch eine 5-Karte, okay. Schön für ihn. No! Jetzt landet er auch noch bei Rainer. Oh, das ist er. Langsam will ich doch schon auch, dass es endet. Also es reicht jetzt auch langsam. Muss ich ja schon sagen. Respekt, die 5-Felder-Vorkarte. Ja, geil. Ja, ne? Vor allem, weil die Karten, die da vor dir auf dem Tisch liegen, sich nicht ändern. Was soll das? Rainer sagt danke. Ach, deine Mutter sagt danke. Komm bitte nie wieder. So, Freitag. Rübenpreise, 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 Rübenpreise. Ja, sehr schön. Vor allem bin ich jetzt genau noch auf dem Scheideweg, dass ich mich entscheiden kann, ob ich hoch oder runter gehen möchte. Das ist fantastisch. Es ist fantastisch. Und vor allem kann ich auch erst würfeln und dann mich entscheiden. Das ist super. Eine 2. Okay. Nach unten oder nach oben? Ja, die Frage ist auch, was danach natürlich für Felder kommen. Hier ist ein bisschen kritisch, aber auch geil. Hier gibt es halt nur ein richtig gutes Feld. Ich bin da mal nicht so risikoreich. Weil wenn man sich das mal anguckt, wir hätten halt 50-50, was jetzt Rübenpreise angeht. Wir haben 3 über 200 und wir haben halt 3, wo wir nur miese machen. Bei der Anzahl, die ich an Rüben habe, möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen und nach unten gehen. Wirklich. Du hast einem geschwammten Seemann wieder auf die Beine geholfen. Und ich bekomme jetzt noch was. Kommt ja auch noch dazu. Ich werde jetzt alles verkaufen. Ich werde jetzt alles verkaufen. Gucken wir mal, wie viel das dann wert ist. Es steigt und steigt und steigt. Ungefähr, ja, 60.000. Also das machen wir. Wenn ich jetzt gleich auf das 200er Feld komme, wäre mies, aber dann ist es halt so. Okay, die Zeit wird doch schon wieder ziemlich knapp. Auch wenn nur noch 2 Tage sind. Aber der Rainer hat jetzt auch wieder viel Zeit genommen, ne? Die müssen auch alle noch ihre Rüben verkaufen. Du hast für deine Schlummerstadt im Schlummerhaus einen Preis erhalten. Das habe ich ja wohl verdient. Die haben doch bestimmt so Normi-Städte. Ah, stimmt, die hat ja gar keine Rüben jetzt mehr. Die ist jetzt mal wieder fein raus, also was heißt fein raus? Die ist ganz raus aus dem Rennen um den Sieg. Das finde ich gut. Vor einer Verabredung hattest du etwas Zeit und hast dich einer Stadtmelodie versucht, darin vertieft versetzt du deinen Freund. Du Assi! Aber das passiert mir auch immer, dass ich irgendwie Termine mache mit Bewohnern hier, die irgendwie in eine bestimmte Uhrzeit kommen wollen und ich das dann einfach komplett vergesse. Ich habe auch meistens keinen Bock da drauf, die sollen direkt vorbeikommen, Mann. Ein Freund hat dir einen Link auf einer tollen Shopping-Website weitergeleitet. Bla. Deine erste Bestellung hast du soeben aufgegeben. Schön. Okay, das ist ein guter Preis für ihn. Der ist immer richtig Cash gemacht. Aber der ist sonst nicht so knapp dran mit den Glückspunkten, ne? Oh ne, nicht schon wieder die. Warum können wir nicht einfach nur mal einen ganz normalen Tag haben? Kuckuck. Ja, ja, komm. Also jetzt will ich auch den Monat noch zu Ende spielen, ne? Jetzt machen wir nicht nach Zeit und so. Das muss jetzt auch nicht sein. So. Eine 3. Ja, wow. Was habe ich noch gesagt? Ja, dann habe ich halt einfach Pech gehabt jetzt. Also ich hätte die Rüben noch deutlich höher verkaufen können jetzt, aber das kann man ja nicht ahnen. Das war eine Chance von 1 zu 6. Wobei, vielleicht war die... Oh, das war mein Popschutz, sorry. Vielleicht war die Chance theoretisch noch ein bisschen höher, weil ich eigentlich immer irgendwelche niedrigen Zahlen würfel hier in dem Spiel. Eine Freundin hat nach einem Bienenstich geweint. Nach einem Bienchenstich. Also hat sie etwas Medizin gegeben. So, die muss jetzt für 70 verkaufen. Das ist natürlich auch nicht so ein hoher Preis. Ja, also das sollten wir eigentlich safe gewinnen. Da sollte jetzt nichts mehr passieren und anbrennen.
Alter, die hat nochmal einen richtig guten Rübenpreis, aber die hat keine Rüben mehr. Die hätte jetzt safe gewonnen, wenn die Sigrid ihr nicht alles weggenommen hätte, ne? Aber die hätte wahrscheinlich schon früher was verkauft. Nein, ach, das bringt doch eh nichts mehr. Lieber nicht, danke. Danke. Ah. Die wollte jetzt, glaube ich, irgendwie eine Karte tauschen oder was wollte ich? Ich habe keine Ahnung. Naja. Der hat aber noch ganz schön viele Karten hier. Er hat nur irgendwie gar keinen Bock, die Maddie einzusetzen. Na, nochmal Katja. Komm schon. Ja, doch. Na. Und das ist dann so der negative Teil an dem Spiel. Dass man sich immer alles angucken muss. Und das ist ja auch Animal Crossing irgendwie, ne? Das kennen wir ja auch aus vor allem New Horizons dann. Dass es einfach so viele lange Dialoge gibt, die man vielleicht ein bisschen vorspulen kann, aber die trotzdem noch verdammt lang sind. Und in dem Fall unskippbar. Das ist nicht schön. Schade, heute ist unser allerletzter Tag. Fies, ich hab doch gerade so viel Spaß. Ist wohl nicht zu ändern. Versuch das Beste draus zu machen. Ob ich wohl ein Stück Schokotorte mich wieder aufmuntern kann? Ja, und die können jetzt gar nicht alle richtig spielen, weil jetzt die Zeit abläuft, oder was? Frage ich mich. Ich bin gespannt. Oder ignorieren wir die Zeit jetzt, weil eh der letzte Tag ist. Du hast Freunde zu einem kleinen Silvesteressen eingeladen und es ist sehr lustig. Na, kann man vielleicht eine Tradition draus machen. Vielleicht. So, die Zeit ist abgelaufen. Darf jetzt jeder noch seine Runde zu Ende spielen? Ja, okay. Okay. Dann ist okay. Dann ist klar, warum die Runde jetzt nicht verlängert hat. Zeit ist abgelaufen, aber es ist eh der letzte Tag. Okay. Das ist okay. Schade, ich dachte, ich könnte mal richtig abräumen und die anderen eben nicht mehr. Du hast einen Stand mit heißen Getränken für den Countdown zum Jahresende aufgebaut. Es ist kalt und das Geschäft läuft gut. Ja, das glaube ich. Den wünsch dir was, Würfel will sie auch nicht mehr benutzen, alles klar. Aber sie kriegt nochmal Glück und Sternis. Du hast einen neuen Stern entdeckt. Für den Fund wirst du fürstlich entlohnt und der Stern wird sogar nach dir benannt. Okay, sie bekommt immer nochmal 10.000 dafür. Das gönne ich ihr. Bin ich ehrlich. Der blecht nochmal schön 200. Der hat ja auch genug. Und kommt nochmal gut rum. Was auch immer ihm das bringt. Eigentlich nix. Na, nur mal ein bisschen Glück offenbar. Und Sternis. Du hast einen seltenen Fisch ins Museum gebracht und man hat sich dort sehr gefreut. Den Rest hast du verkauft. Gut, und damit haben wir unseren finalen Stand. Also fast. Es wird ja noch verrechnet. Halt, stopp! Das Spiel ist ausproben. Hier bleibt alles so, wie es hier ist. Uns wird hier nichts dran rütteln. Mal sehen, wer von euch konnte die meisten Glückspunkte sammeln, Brumm. Zuerst muss ich aber eure Sternis in Glückspunkte umwandeln. Wie immer bekommt ihr einen Glückspunkt für 1000 Sternis. Wer ist unser größter Glückspilz? Ja, also der Rechte hat doch... Nee! Dadurch, dass der Rechte jetzt so viele Sternis hatte, ja klar. Das habe ich überhaupt nicht beachtet. Der Pisser. Wie hat er eigentlich immer so viel bekommen? Naja, gut. Der ist auf jeden Fall der Sieger gewesen. Aber es wäre sehr knapp gewesen mit der Bewohnerin links neben ihm, weil wenn sie wirklich verkaufen hätte können, ne? Aber naja. Gut, zweiter ist auch in Ordnung. Und das Treppchen ist ekelhaft. So sieht kein Treppchen aus. Warum macht man das? Statistik. So sieht's aus. Also der Bewohner hat ordentlich durch die Rüben gewonnen. Ich 50.000. Aber ich hab doch nur 50... Ja, gut. Nee, aber ich hab doch... Na, egal. Gut. Ja, gut. Und die Bewohnerin rechts hat natürlich krass verloren. Glück ist insgesamt gerechnet, ja, mit den Sternis dann zusammen schon. Sind das positive und negative Felder oder was sind das? Dann bin ich ja sehr oft auf positiven Feldern gelandet. Da hatte ich eine Menge Glück. Und weitere Statistiken gibt es hier offenbar gar nicht. Naja, okay. Okay, okay. So, wie viele Tickets bekommen wir jetzt dafür, für den lustigen Spaß? Bitte halte die Resetti-Amiibo drauf. Hier, bitteschön. Daten konnten nicht auf dem Amiibo gespeichert werden. Ach so, ich muss das da... ich muss den da halten. Ja. So, jetzt. Ich habe den Text da unten halt nicht gelesen, weil normalerweise muss man den immer nur einmal kurz berühren. Glückwunsch! Neues Outfit und einen neuen Gesichtsausdruck. Ein neues Outfit für Resetti? Oder für die Bewohner? Wenn für Resetti, dann will ich das sehen. Ich weiß aber gar nicht, wo man das einstellt.
Ja, und ich glaube, auf die Minispiele habe ich jetzt wirklich keine Lust mehr. Vielleicht machen wir das nochmal irgendwann in einem Bonuspart irgendwie so, aber gerade erstmal nicht mehr. Wirklich nicht. Gerade reicht es mir erstmal mit dem Spiel. Ich guck mal, ob man das, wo man das irgendwie vielleicht und so einstellen kann. Wir können das natürlich unsere Stadt nochmal ein bisschen erweitern. Und jetzt sind hier auch ganz viele Leute. Cool. Nee, hier kann ich nur den Namen ändern, ne? Nee. Tja, was ist hier unten eigentlich? Eine Erklärung? Ach nee, nee, jetzt öffne mir die Wii U-Anleitung. Oh nee, das will ich nicht. Komm zurück in-game. Wo habe ich denn eigentlich nochmal meine... Ist das eigentlich auch das? Ja, das ist auch einfach nur ein Spiel, okay. Hier war das doch... Nee, warte mal, das war hier oben. Und dann hier unten, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich das eigentlich geändert hatte. Kann man ja zum Beispiel noch ein Café irgendwie in die Welt setzen oder sowas. Aber das mit dem Outfit habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo man das jetzt genau ändern kann. Aber nun gut. Ich würde gerne nochmal eine Einrichtung bauen, und zwar ein Café. Nee, ich habe nur 2 Glückstickets. Hä? Ach nee, die Glück... Ah, ich glaube, die Glückstickets bekommt man durch die Minispiele. Nicht durch die... Ach so. Glaube ich mal. Okay. Dann habe ich das Spiel dann noch nicht ganz verstanden. Ach so. Wenn man überhaupt... Oder wie bekommt man die... Oder bekommt man die für einen Levelaufstieg irgendwie? Ach, gute Frage. Naja, dann also kein Café mehr für die Stadt. Und wie gesagt, vielleicht mache ich noch einen weiteren Part irgendwie mal mit den Minispielen, aber vorerst. Wer ist das erstmal? Ich habe auf jeden Fall mein Material. Und ihr habt auch Material. Werden wahrscheinlich dann im Endeffekt 3 Parts geworden sein. Und ja, das Spiel ist für zwischendurch mal ganz spaßig. Kann man mal alle 3-4 Jahre mal auspacken für eine Runde, aber dann reicht es auch erstmal wieder. Insofern, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei besseren Animal Crossings wieder. Oder bald bei dem Video, wofür ich diesen Content überhaupt brauchte. Bis dahin. Ciao.